Heute zeige ich euch, wie ihr das Anfängerarmband mit dem Mini-Loom machen könnt. Ihr braucht dafür den Mini-Loom, die Häkelnadel, ist egal ob ihr die originale oder eine gefälschte nehmt. Ihr braucht drei Farben, insgesamt 25 Bänder. Nehme heute die Farbe Weiß, Rot und Blau. Ihr braucht entweder einen C-Clip oder einen S-Clip. Okay, fangen wir an. Ihr nehmt euch die erste Farbe, bei mir ist es Weiß. Und kreuzt diese Farbe zum anderen Ende. Dann nehmt ihr eure zweite Farbe und macht sie von dem einen Ende zum anderen. Dann nehmt ihr die Häkelnadel und nimmt das weiße Band, zieht ihr hier rüber über das rote, hier in die Mitte. Und genauso, ihr dreht dann den Mini-Loom um und zieht die weiße Farbe in die Mitte. Dann nehmt ihr euch die nächste Farbe und nehmt wieder immer das unterste, also hier rot, wieder in die Mitte. Und dann zieht ihr am besten am Ende von dem Band, sodass es dann besser aussieht. Dann nehmt ihr die nächste Farbe. Und wieder das untere hier rüber. Und das macht ihr dann, bis ihr eure 25 Bänder aufgebraucht habt oder je nachdem, wie lange ihr euer Armband haben wollt. Wenn ihr die Länge erreicht habt, die ihr haben wollt, dann nehmt ihr das letzte von unten rüber und hier auch wieder. Dann, um es abzumachen, nehmt ihr die eine Seite und packt sie auf die andere. So, und dann nehmt ihr euch den C- oder S-Clip und macht es hier rein. So, und dann macht ihr es ab, zieht es ein bisschen lang und macht die andere Seite auch hier rein. So, nun habt ihr euer Armband fertig.